Fotos und Videosequenzen können in Avid Studio gedreht werden. Ein Foto, das sich in der Bibliothek befindet, können Sie zum Beispiel mit einem Doppelklick im Media Editor öffnen. Das aktuelle Bild wird geladen in der Vorschau. Dieses können Sie nun sehr einfach drehen, indem Sie einfach auf diesen nach links drehen oder diesen Knopf nach rechts drehen klicken. In meinem Fall müsste das Bild jetzt nach links um 90 Grad gedreht werden. Das wurde gemacht und wenn ich auf OK klicke, dann sehen Sie, dass auf dieses Foto ein Effekt im Editor angewendet wurde. Wenn Sie dieses Foto nun von der Bibliothek auf die Timeline legen, dann wird dieser Effekt übernommen und das Bild wird richtig angezeigt. Wenn Sie den Effekt allerdings auf der Timeline anwenden möchten, dann gehen Sie etwas anders vor. Ich lösche also noch einmal dieses Foto und lösche auch dieses Drehen in der Bibliothek, indem ich mit der rechten Maustaste auf dieses Foto klicke und zurück zur Original wähle. Ich ziehe also das gleiche Foto unbearbeitet auf die Timeline und möchte dies mittels einem Effekt auf der Timeline drehen. Ich öffne das Register Effekte und wenn Sie keines solches haben, dann klicken Sie einfach mit der linken Maustaste auf eines dieser Register und öffnen dann die Effekte unter den kreativen Bausteinen. Am einfachsten finden Sie den Drehen-Effekt, indem Sie einfach in dieses Suchfeld Drehen eingeben. Sie sehen dann verschiedene Drehungseffekte. Ich wähle einmal den Effekt Drehen mit keiner Voreinstellung. Ziehen Sie einfach diesen Effekt mit der Maus auf das Foto oder den Videoclip, den Sie drehen möchten. Mit einem Doppelklick auf diese horizontale Linie am oberen Bildrand gelangen Sie dann in den Editor, bei dem Sie den Effekt anpassen können. Sie haben zwei Parameter. Zum einen die Größe, die Sie verändern können, dieses Fotos, und die Drehung. Ich möchte dieses Foto um 90 Grad nach links drehen. Das heißt also, ich ziehe an dieser Linie nach rechts, oder Sie können auch einen numerischen Wert über die Tastatur eingeben. Ich habe dieses Foto um 91,8 Grad gedreht. Ich möchte aber genau um 90 Grad gedreht haben. Dann gebe ich lieber die Werte über die Tastatur ein und bestätige dies mit der Return- oder Eingabetaste. Das Foto wird nun angezeigt, aber nicht bildfüllend. Jetzt habe ich die Möglichkeit, an diesen beiden Reglern die Größe einzustellen. Einmal horizontal und einmal vertikal. Wenn Sie zweimal genau die gleichen Werte eingeben, dann werden die Proportionen beibehalten. Wenn ich aber zum Beispiel den vertikalen Wert etwas vergrößere, das heißt zum Beispiel 180 und den horizontalen Wert 151, dann wird dieses Bild verzerrt. Mit einem Klick auf OK können Sie dann die Änderungen auf der Timeline übernehmen. Sie sehen, dass das Foto nun richtig dargestellt wird. Natürlich können Sie auch eine Videosequenz drehen. Wenn Sie zum Beispiel diese Sequenz, also dieses Schild, gerade drehen möchten, dann ziehen Sie einfach den Drehen-Effekt mit der Maus auf diese Videosequenz. Wiederum können Sie den Effekt öffnen, indem Sie einfach mit der linken Maus doppelt auf diese horizontale Linie am oberen Rand des Videos klicken. Unter Drehung ziehe ich nun an diesem Schieberegler, bis zum Beispiel dieses Schild gerade dargestellt wird. Da das Video gedreht wurde, erscheinen nun am Rand diese schwarzen Dreiecke. Ich kann dies korrigieren, indem ich einfach entsprechend die Größe dieses Videos verändere. Einmal horizontal und einmal vertikal. Sie sehen, dass sich die vertikale Einstellung um etwa 130 machen muss, das heißt, das Video ist verzerrt. Ich müsste also die horizontale Einstellung ebenfalls auf 130 einstellen, um die Proportionen beizuhalten. Mit einem Klick auf OK können Sie dann den Effekt übernehmen. Und Sie sehen nun, dass diese Videosequenz auf der Timeline gedreht dargestellt wird.